Hallo und willkommen zurück zur neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, wir sind die nächste Loot Run vorbereiten. Ich brauche neue Eisenpfeile. Wohin fahren wir eigentlich? Ja, Krankenhaus war doch ein guter Vorschlag. Oder sollen wir weiter Karte aufdecken? Hier ist gleich. Krankenhaus. Das wird doch traurig sein. Wenn wir finden kein Messing, sind wir allein. Ja, du kannst es über Netzwerk verbinden und dann über das Netzwerk Dateien ziehen. Durch den Tunnel hier reingekommen? Ja, ich bin mal auf dem Weg nach draußen. Ich auch. Wie war das denn jetzt noch? Ein Block überstehen oder war das ein... Dann würde ich sagen... Ja. Dirk, du hast doch wie immer dein Fahrrad bei. Dann kannst du ja bloß bei Thomas fahren und dann umsteigen ins Auto. Meinst du? Wäre mein Vorschlag. Ich bin noch gar nicht praktisch hier mit Einkram. Ja, oder Alea, du fährst mich mal kurz rüber. Und holst dann den Dirk hier nochmal ab. Ja. Hier liegt ein Fahrrad draußen rum. Das ist meins. Okay. Da sind noch ein paar Kleinigkeiten drin. Ich war jetzt irritiert, dass das Fahrrad hier lag. Gut. Ey! Besten Auto! So, gib Gas. Gib Gas, Johann. Jetzt nenne ich dich immer Harry. Ach, ist das immer schön still. Ach, das ist so romantisch, mit dir Auto zu fahren. Was? Ja, da ist es immer so schön still. Uts, 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 uts. Oh, danke, danke, danke. Ah! Wo kommt auf einmal das Loch daher? Ja, aber es kann, man hast ja wirklich ein Autoradio, ne? Da kannst du das Autoradio machen, dann läuft Musik. Da kommt, da steht der Thomas. So, dann springe ich raus. Ups, dann fährst du den Dirk holen. Dann hol ihn mal raus. Entschuldigung. Ja, du kannst ruhig fahren. Ja. Also wohin fahren wir jetzt? Zum Krankenhaus, Leute, oder? Ja. Hier für Messing und alles kannst du das Krankenhaus komplett zerlegen. Alles klar. Dann sag mir wohin. Dann, warte, ich muss das mal rauszoomen. 180 Grad drehen und dann die Straße einfach geradeaus runter. Genau. Also immer geradeaus, dann mach gleich die Straßenrechtskurve, einfach die Straße vorwärts. Mach gleich Kurve. Ist schon schöner, wenn man auch einen Ton hat beim Fahren, oder? Ja. Wird überbewertet. Wird überbewertet. Wieso? Du bist doch eh die ökologische Schiene. Also kein Motor, keine Abgase oder so. Ja, ich bin leise. Ja, ja. Geradeaus und da vorne links siehst du es schon. Hast du mal gesehen, die Nägern, die verbraucht sie jetzt auch extrem, ne? Für Reparaturen. Ja. Ich habe einen Sitz. So. Soll ich dann auch gleich ein paar Reparaturen? Ich schon mal raus, ich baue hier schon mal die Autos auseinander. Ich habe genug. Also. Also ja, obwohl, bring noch mal welche mit. Ich habe noch Schlüssel. Drei Stück habe ich noch. Wo ist das denn schon wieder? Ich werde erstmal das ganze gelootete Material einsortieren und dann komme ich zurück. Ja. Ich habe jetzt unten
alles soweit schon mal wieder repariert, so gut es geht. Jetzt fehlen nur noch die Schrägen, die ich noch einsetzen muss. Aber auch der Beton ist größtenteils repariert. Hatte Ronny Stahl angesetzt? Nee. Gut, dann fahre ich gleich auch nochmal zurück. Sorry, ich dachte, ihr würdet das machen. Jemand mal verprügelt das Auto einfach, ja? Ja, dann nimmst du es auseinander, genau. Einfach linke Taste. Ja, der macht so eine komische Handbewegung dann. Ja, eigentlich so, als ob er quasi eine Schraube drehen würde mit einer Hand. Ah, super. Ich habe ja schon zwei Kerzen. Ah, ihr seid da nicht im Krankenhaus. Wo seid ihr denn? Wir sind im Krankenhaus. Das Auto steht vor dem Haupteingang. Ja, ihr seid noch nicht drin. Nee, wir sind vorm. Warum habe ich jetzt zwei Schockstäbe? Das weiß ich nicht. Egal. Ist vielleicht eine moralische Frage. Uah, das sind ja Minen davor. Wollen wir daneben Eingang nehmen? Ja, gerne. Gut. Macht mehr Sinn, ne? Wir sind in. Ja, ich weiß. Ich mach hier schon mal ein bisschen die Beutel kaputt. So, Schrägen sind auch schon wieder da. Ja, der hinter dir. Oh, nice, der Schuss. Nice. Alea, was ist los? Hä, das war doch nicht ich. Das war das der Thomas, etwa? Hä? War das der Dirk? Ja, natürlich. Natürlich, sagt er. Konnte man die Waschbecken nicht auch noch abbauen? Ja, es gibt welche mit Messing und welche. Und vor allen Dingen nicht alle. Da kriegt man schon nur Messing abbauen. Raus, wenn man es geskillt hat. Nee, also wenn du abbaust, kannst du die Armaturen abbauen, das geht. Genau, die Armaturen bringen dir auch Messing. Aha, alles klar. Dafür musst du den Schrank aber nicht abbauen, das reicht, wenn du da oben drauf klopfst, habe ich gerade probiert. Was? Die gleich zu killen. Headshot. Dann war direkt in den Kopf. Wenn ich das mache, bräuchte ich trotzdem noch zwei Schüsse. In den Keller, Ronny. Ist der Tod oder der Zombie? Ja. Nein. Ja. Er ist oben. Wenn ich die Betten abbaue, kriege ich auch Messing. Auf wann kriege ich Messing? Nee, du musst quasi die Armatur abbauen. Also du musst direkt auf die Armatur zielen. So, und dann hast du die abgebaut. So, jetzt habe ich kein Material mehr. Weil im Keller haben wir schon eine sehr krasse Begegnung gehabt. Also ich habe jetzt 5000 Beton in der Tasche. Ja, warte, ich komme gerade zur Base durch den Tunnel. Einfacher. Wo gehen wir hin? Nach unten. Ich wollte gleich den krassen Teil machen. Kommen noch zwei.
Ich muss ja noch fahren. Hattest du jetzt einen mitgenommen, oder? Ja. Wie viel? 5.300. Doch so viel. Nein, so eine. Dings haben wir jetzt, glaube ich, wahrscheinlich gar nichts im Band, wa? Hier ist auch noch Beton. 1, 2, 3, hier. Hülsen gefunden. 8 Stacks Beton habe ich jetzt noch. Dann kommt man ja erstmal wieder ein Stückchen weiter. Ja, ich stelle mal im Stahl an. 500 kriegen wir auf jeden Fall schon mal. Der Rest läuft noch. Ich glaube, wir brauchen noch eine Schmiede für Stahl, ey. So, das. Na komm, Mädel. Zieh mich so nicht. Eisen mitnehmen für die Eisenstube. Nicht so schüchtern. Ich muss erstmal das Grundgerüst wieder fertig machen. Schüchtern, Mädels. Ja, aber dafür müssen wir halt auch ein bisschen Stahl nachher haben. Warte, nee. Also so an sich ist alles schon recht weit repariert. Da habe ich jetzt so weitestgehend schon die Lücken alle gefüllt. Aber wie gesagt, wir müssen ja unten, oder eher gesagt innen drin, ja auch noch alles upgraden, ne? Ja, dafür müssen wir eventuell die innere Cobblestone-Schicht abbauen. Nö, ich würde die einfach auf Beton hochgraden. Ja, dann ist ja noch eine Cobblestone ganz unten, das ist eine Schicht dazwischen. Habe ich da doppelschichtig Cobblestone immer? Ja. Weiß ich gar nicht. Ja, die untere Hälfte von der Schräge hat ja unten noch Vollblöcke dahinter. Und dann kommt erst die Abbau. Ich will doch gar nicht das Abbau. Ja, wir müssen nur aufpassen, dass uns die Schrägen nicht zusammenbrechen, ne? Weil du hast ja eine Schräge und dahinter sind zwei aufgebaute Blöcke, um da drüber die Schräge zu halten. Das sollte aber hinzukriegen sein. Man muss ja nicht gleich komplett die ganze Schicht weg, also nicht die ganze Ebene wegräumen, sondern so was teilweise. Ist passiert, Thomas? Dass man immer so 4-5 Blöcke weg. Ich bin selber geschockt. Er hat noch Strom. So. Das ist mir noch nie passiert. Fertig. Bitte? Das ist mir noch nie passiert. Wie ging es denn hier nochmal weiter? Hier ging doch irgendwie. Ach, da war's. Jetzt habe ich es gefunden. Wo ist Dirk eigentlich? Keine Ahnung. Guck doch. Oben? Oben. Nee, unten. So, Beton, Reparaturkits. Und ein Stack Erste-Hilfe-Verbände sind jetzt hier in der Kiste drin. Jo. So, wo war denn noch was zum Reparieren da? Der kommt man nicht. Oh! Mach die Deckenplatte weg. Also das mit den Bombern, das war echt zu heftig. Das war sehr heftig, ja. So viele auf einmal auch noch. Weil ich bin schon froh, dass wir so viel jetzt auf Stahl, die ganze Front Stahl war. Das hat echt viel gehalten. Gehen, ne? Das hat viel geholfen. Wo findet man denn gezielt Messing hier? Ja, du musst halt, Türen kann man abbauen. Wie gesagt, von den Armaturen, die Knäufe, Heizungskörper. Waren haben wir Elektropols noch da? Ja, genau, hier war das. Meinst du die Zaun-Dinger? Ja. Ah, da bist du. Nein. Ja, okay, du hast dich schon erledigt. Müssen wir die nämlich auch noch machen.
Wie, haben wir eine Ladung Beton übersehen? Wie kommt das denn? Verstehe ich jetzt aber gar nicht. Oder, Lea? Oh, hier fehlt auch noch ein bisschen. Ja, da ist noch eine Armatur. Wo ist meine Wende? Aber es reicht die komplette Front hier nur aus Beton zu haben. Die anderen Wände, die sind, glaube ich, alle nur so minimal Damage. Selbst wenn da oben der größte Teil schon zerstört war, haben sie immer noch versucht, über die Brücke drüber zu kommen. Ja, und dann halt hier unten, nachdem der da Boom gemacht hat, ne? Ja. Also mehrere. War ja nicht nur einer. Hier sind ja ein paar mehr hochgegangen. Ja, drei oder vier waren es noch. Ja, die müssen wir jetzt gleich aber hochgraden, weil das nur Cobblestone ist. Die sind auf eine Betonschicht gerade mal. Mal warten, bis die trocken sind. Oh, ihr habt die Würfel hinter euch. Der Rest müsste eigentlich schon alles wieder Stahlbeton sein. Na, ist halt en masse, ne, zu reparieren. Du siehst aber auch nicht immer sofort da den Schaden da dran. Ja, ja. Wobei ich finde, bei dem Stahlbeton geht es ja eigentlich noch, weil du sofort so Kratzer da drauf siehst. Ja, hier bei dem Block zum Beispiel sieht man fast gar nichts. Dem fehlen 400 Punkte, aber man sieht nichts. Also ganz kleinen Kratzer ist da drauf. Bin immer ganz schwer zu sehen. Ich glaube, hier oben hatte ich auch noch nicht alles. Weil ich glaube, diesen Erdbereich, ne, ich glaube, da könnten wir auch alles noch aus Beton machen, ey. Wobei wir wieder genug Ressourcen haben. Bist du schon da oben, Dirk? Nein, nein, ja, ja. Das ist ein nice to have. Ah, alles nach und nach und nach, ne? Ja, ja, genau. Hier in der Ecke ist einer. Thomas, wir sind hinter dir das Treppenhaus hoch. Und sind jetzt auf den Minenhof gegangen. Ah, ich sehe euch. Hinter dir. So, die Grundplatten, die stehen schon mal wieder als Schutz. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Cobblestone. Das ist doof, wir müssen den Stahl haben, um das Abzug wieder zu reparieren, nicht? Ja, auf diese Anzeige ist jetzt noch kein Messing. Da kamen wir doch auch so rüber. Ich habe bisher nur draußen in den Autos Messing. Ja, von mir aus können wir auch von innen schon mal anfangen, dann umbauen. Ja. Ich hab doch den Bohrer bei, wo ist der? Da. Ja, auch den Bohrer. Da kommt schon hoch. Da hinten.
sah schön aus, den Kopf direkt von meiner Nase wegplatzen. Das war nicey nice. Oben die Front muss auch noch repariert werden, die ist auch noch kaputt. Ja, da brauchen wir Stahl überall. Nee, das Beton in der oberen Etage. Ach so. Eisen nämlich über eine Spitzhacke. Aber sind die Relais vorne auch platt? Ja. Und so wieder Relais haben. 4 Stück liegen da. Da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Ich habe 4 Stück reingelegt in die Kiste da. Ah ja, haben sie von der Seite reingekotzt. Wo seid ihr eigentlich? Weiter oben. Du jetzt hier rechts rein, ja? Ah, Blutkonserven. Oh ja, die sind gut. So, erste Betonschicht ist auf den Seiten drauf. Ja, ist halt kacke, dass die von unten reingekommen sind, ey. Ja. Oh, ich meine, das hätte immer mal wieder passieren können. Aber... das nächste Mal wissen wir es ja. Wird auch besser, wenn wir da zwei. Also hinter den Bildern hast du oft dann so versteckte Fundstücke. Dann kommst du da auch nicht mehr so einfach durch. Ne. Ja, die suchen halt immer den leichtesten Weg, ne? Ja, klar. Kann man durch die Türen durchschießen oder besser nicht? Nee, kann man nicht. Ah, hier kommt noch jemand. Dirk, hier kommt noch zwei. Hast du zufällig das Antibiotikum mitgenommen? Ja. Ich bräuchte eins. Aber so tanztechnisch haben wir hier so in der gesamten Base eigentlich kaum. Nee. Ist alles noch im Rahmen geblieben. Da sind zweimal Sachen drin. Wie droppe ich das am besten? Einfach am Boden fallen lassen. Okay. Schau nicht da. Stimmt, die Armaturen hat man ja auch noch. Stimmt, ich habe nicht drüber nachgedacht. So, dann müssen wir jetzt eine Etage höher, denke ich. Na, wir sind aber fertig. Wo wir die Kollegen hier unten finden. Mach mal die einfache Methode. Material. Ja, spart man sich das ganze Cobblestone zwischendurch. Richtig. Das hier kommt man auch irgendwie raus. Vor allem, wenn die eh schon so angeschlagen sind. Und du musst, die musst du ja zweimal upgraden, ist ja das Schlimme. Was ist mit den Betten? Ja. Die kannst du auch aufbauen. Die Munition an der Wand auch. Ja. Ich bin noch mal kurz mit meinem AFK. Aber Messing ist jetzt hier ganz, ne? Na, bis jetzt war es ein bisschen.
Aber wie gesagt, die Amazone und die Einschmelzer geben alles hin, ne? Also von daher, das ist schon was wert. Wo bist du, Thomas? Hier raus, aus dem Fenster. Linke Fenster oder rechte Fenster? Ja, beziehungsweise hier durchs Loch. Über den Lüftungsschacht. Ah, okay. Ja, dann seid ihr bei uns in der Nähe. So, bin wieder da. Ihr seid ja schon eindeutig gewesen, weil hier ist keine Armatur mehr. Aber ich habe das Bett und den Bildschirmmonitor vergessen. Und was der Thomas wunderbar jetzt gerade noch festgestellt hat, ne, es gibt auch in der Dusche eine Armatur. Ah, pass auf, Zombie. Was ist denn? Ich soll euch helfen. Was war das? Ich hab die aufgelöst. Ach, da seid ihr. Die Mädels sind direkt jetzt nebenan. Das meinte ich. Das ist keine, glaube ich. Bist du weiter hoch, Dirk? Ja. Ich seh's. Hi. So, jetzt haben wir das hier auch alles auf Beton. Schon wieder ein Scheinwerfer weg. Ja. Erst war es der rechte, jetzt ist der linke. Dann brauchen wir auch mal im Bereich der Klimaanlage, Eis und Elektronik-Parts. Reparieren. Die Maschinengewehre haben überlebt, aber vorne hier die Knoten. Ja, gut. Weg. Unheimlich viel Leichen, ey. Wer hat denn hier gewütet? Die Eisendinger, die nehmen auch ganz gut Schaden hier. Ja, die Kotzer. Haben wir denn hier? Oh, ein Messingtürgriff. Aber besser Eisen als Holz, ne? Ja, und besser als Spieler, ne? Na, dann gehen wir mal hier übers Dach nach oben. Dann kriegen die Spieler weniger Schaden. Mein Inventar, also ich kann mich nicht beklagen, ich habe nicht viel Leben verloren jetzt. Ich auch nicht. Der Eingangsbereich da unten ist eigentlich ganz gut geeignet. Ja. Also hier habe ich schon mal so die Front hier habe ich schon mal wieder repariert. Wir müssen in den wichtigeren Bereich. Und die Spitzen abbauen hier? Ja, kannst du mit der Axt oder mit irgendetwas. Brauchst du hier Mechanical und Electrical Parts zum Reparieren? Ja. Boah, davon haben wir ja noch einiges. Jo. Hier war nur ein Relais oder fehlt hier noch eins? Hier fehlt eins, ja. Und ein Schalter ist weg. Was haben wir denn hier unten an der Kiste? 20 Relais. Schalter sind genug da. Zeitschalter sind auch da, Schalter sind da, Megafone sind da. Küche. Das heißt, eine Lampe und 8 Pinne brauchen wir. Ja. Vielleicht finden wir hier was Essbares. Na guck mal, hier ist doch auch. Zum Reparieren der Geschütze ist auch alles. Achso, vielleicht soll ich das Eisen auch wieder mitnehmen. Eine Mikrowelle. Ja, auch das gibt's jetzt hier. Ein Sandwich drin. Kann aber ich die Geschütze auch wieder hoch reparieren? Zack. Ja, dann gib mir das. Ich hab Hunger. Ja, passt schon. Echt? Ein Roheisen. Ah, ich habe auch was zu essen gefunden. So, also der Strahler und die beiden Geschütze sind auch schon wieder repariert.
da vorne kommen noch zwei. Ja. Und oben liegt noch was auf der Küche. Hab ich schon leer gemacht. Ja, ja, hatte ich gesehen. So. Ich bin schon mal nebenan im Raum, ne? Ja, dann fahre ich nochmal rüber und bau mal eben die Teile da. Ja, stimmt. Vielleicht die 8 Pöller und ein Scheinwerfer. Im Nachbarraum hast du gesagt, ja? Auf sie aber alles ab, ey. Ja, was soll's. Die Tür können wir ganz einfach durchlaufen, ne? Nee, kann man nicht. Verschlossen. Aber ich will. Ein Umlauf, sag ich. Umlaufen. Ja, ja, aber ich hoffe ja immer, dass ich einen Messingknauf krieg. Aber bis jetzt habe ich noch nie einen gekriegt. Dafür musst du auch das Buch dafür haben und alles, ne? Das heißt, ich bemühe mich gerade hier total unsinnig um die Türen. Ja, sicher. Du brauchst Ödlandschätze 5, das Buch. Sammelt Türknaufe von den meisten Türen. Da-dum. Da-dum. So, Eisen und Electrical Parts. Electrical Parts. Könnte schon reichen. Messing was? 8 davon. Scheinwerfer. 50, 2 und 1. Es kommt 2. Ja, 2 grüne. Ja. Oh. Oh. Noch ein paar mehr. Wir wecken einfach so, mal ein bisschen hier mehr. Wir sind in Produktion. Warum machst du denn sowas? Ja, es werden ja mal mehr hier. Ah. Scheiße. Wo seid ihr? Habt ihr euch gesagt verdient? Dritte Etage oder so. Ja, ihr wart ja auf einmal weg. Wow. Das hat nichts damit zu tun, ihr seid einfach laut. Selber schuld. Ja, genau, ihr müsst leise sein. Ja, die Stelle ist aber auch scheiße. Wir sind nicht laut. Wir versuchen nur, alles abzubauen. Ah. Gut, hier ist ja noch das Ersatzauto. Das steht ja hier noch drin, sehe ich gerade. Dann können wir gleich zwei mit dem Ersatzauto nochmal hinfahren. Ja, ich bin vor der. Wo ist denn das Ersatzauto? Hinter uns! Ich habe es gerade aus dem Keller geholt. Ich gehe jetzt raus. Joa, aber damit beende ich nochmal die Folge und sage danke an allen, die zuschauen. Bis dann, tschüss.